Habe die Ehre, Freunde der guten Unterhaltung. Herzlich zurück bei Factorio. Wir waren gerade dabei, dass wir hier dieses Geschwindigkeitsmodul 3 für unsere Chemiefabrik hier unten bauen. Für die hier, die aus dem Leichtöl und Wasser Petroleum macht. Jetzt haben wir schon eine 3er und eine 2er drinnen. Aber wir wollen das Ganze noch ein bisschen mehr beschleunigen, weil wir hier in der Chemiefabrik haben wir einfach zu viel. Ne, doch nicht. Im Moment haben wir genügend. Okay, ja, wir haben genügend. Dann nehmen wir das für irgendwas anderes her. Ja, jetzt bauen wir schon so lange dran. Da will ich das gar nicht mehr großartig jetzt abbrechen. Oh, das war knapp. Weiß nicht, kann man dem Zug sagen, der soll langsamer fahren? Irgendwie so eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Ah, das ist dann das nächste, was wir machen. Wir haben ja diesen modularen Anzug schon gemacht. Diesen grundlegende modulare Rüstung. Und Kampfanzug. Brauchen wir Elektromotorenbestandteile, die müssten wir hier im Lager haben. Die kann ich eigentlich mal hier anfordern. Hier irgendwo anfordern. Oder? 45 hier. Da sind keine mehr. Was haben wir hier drinnen? Aktive Anbieterkiste. Jetzt gehen die da ab. Und hier gehen Rohre ab. Wieso gehen hier Rohre ab? Weil er kein Eisen hat. Ah, das ist schlecht. Aus, aus. Aus, aus, Mickey Maus. So. Hier fehlen dann noch Prozessoreinheiten. Habe ich hier noch welche? 10 Stück bräuchte ich noch. Nein, habe ich keine. Dann holen wir uns halt nur welche, weil ich weiß, wo es die gibt. Sogar kostenlos. Nämlich, wenn ich durchkommen würde, hier rüben. Das machen wir auch zu einer aktiven Anbieterkiste. Und nehmen hier einfach nochmal welche raus. Nämlich, dass wir nur 100 drin lassen. So, jetzt gehen noch Alien-Artefakte ab. Ich weiß ja auch, wo ich habe. Nämlich hier drinnen. Nehmen wir einfach mal hier welche raus. So. Einer reicht. Und die restlichen Artefakte kommen wieder rein. Dann machen wir noch hier den Energieschild. Batterien. Mache ich auch mal eine. Im Moment haben wir noch die schwere Rüstung an. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem hier machen können. So, Rechtsklick. Kann man das hier einfach reinnehmen oder wie? Finden wir gleich raus. Oh oh. Ein Objekt ist beschädigt. Wurde beschädigt. Das müsste unser Lasertürmchen hier sein. Öl ist fast voll. 1,4, 1, 0,7, 0,9, 1,9. Naja. Könnte ja besser sein. So. Ah, okay, wir bauen schon unsere Rüstung. Roboter Hangar. Ach, den wollten wir ja nur bauen, dass wir hier das hier nur abdecken können mit unseren Logistikrobotern. Müssen wir hier nur irgendwie eine Tür reinmachen, dass ich nicht hier bei den Bahngleise durchlauf und die ganze Zeit die Gefahr besteht, dass ich totgefahren werde. Das will ich nicht. Oder wer will das schon? Hast du jetzt schon ein bisschen Eisen bekommen? Anscheinend ein bisschen was.
Wie schaut die einmal aus? Ich glaube, Stahlträger müssten wir jetzt eigentlich genug haben. Ja. Was machst du? Du machst irgendwas Munition. Munition ist immer gut. So, wie können wir noch weiter forschen? Das sehe ich gerade. Energieschildrüstung Mark 2. Batterie, Solar. Was können wir hier noch machen? Hier brauchen wir Solar dazu. Mobiler Drohnenhanger. Kampfroboter 2. Kampfroboter 3. Begleitroboter Anzahl 1. Kampfroboter Schaden. Was brauchen wir da? Effizienzmodul 3. Da haben wir noch gar nichts. Normale Exoskelettausrüstung. Da machen wir dieses Solar-Ding hier mal. Wenn ich hier mal welche einsammle, geht das dann schneller? Nee. Aber da kann ich jetzt einfach den hier noch in Auftrag geben, dann geht das wenigstens schneller. Jetzt bringe ich dann einfach den Roboterhanger ab. Ja, alles andere müssten wir eigentlich schon haben. Ah, 7 noch. 7 gehen noch ab. Nehmen wir doch nochmal ein paar. Breche den Roboterhanger nochmal ab. Und so. Dann müsste das Ganze schon ein bisschen schneller gehen. Das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Dann lasse ich mal hier nochmal schnell Munition bringen. Also mal einfach mal alles geben, was wir haben. Dass wir hier unseren Panzer ein bisschen befüllen können. Kann ich mich die hier rausnehmen. Ah, der befüllt jetzt erstmal das hier, gut. Und das soll eigentlich dann hier in den Panzer rein. Oh, die Rüstung ist fertig. Und dann schauen wir, was man hat. Rechtsklick war das. Okay. Und Fusionsreaktor. Exoskelett. Dimension 2x4, maximale Energiebewegungsbonus 30%. Nachtsicht könnte man noch gut gebrauchen. Machen wir das als nächstes. So. Dann kommt hier nur eine Batterie rein. Wie kann ich die hier aufladen? Kann man die hier irgendwie aufladen? Hm. Bauen wir schon ein Solarpanel noch dazu. Oder oben beim Angriffen. Ah, alles im Lot. Alles im Lot, alles in Butter. In Butter in Kalkutta. Ah, hier müssen wir ein bisschen mal sortieren. Die Waffen, die wir eigentlich nicht brauchen, die kommen einfach mal hier runter. Genauso wie diese Rüstung da. Das ist die Notfallmunition. Haben wir hier Treibstoff, können wir hier nur gleich auffüllen. Der Reserve Treibstoff ist die Kohle. Haben wir auch noch ein bisschen was da. Nehme ich das gleich hier aus der Tasche bei mir, weil das brauche ich eigentlich auch nicht. So. Als nächstes ist das Batterie 2. Kampfroboter, nee, Batterie, normale Exoskelettausrüstung. Mach mal die. So.
Schauen wir mal, wie sich das jetzt verhält, wenn ich dann in der. Nicht mal stehen. Wenn es dann Tag ist, meine ich, wenn es Tag ist. So, ich glaube, ich sollte es mal hier abstellen. Und. Energieschild 2, nee, das brauchen wir alles nicht. Also zumindest jetzt gerade nicht. Nachtsichtgerät, das ist nur was Nettes. Nachtsichtgerät, das bauen wir jetzt noch gleich mal. Da muss ich nicht oben bei meinem Roboter sein. Oh, was ist jetzt die Leiste hier? Ach, ist das mein Schild? Der baut sich jetzt gerade auf durch die durch das Solarpanel, das ich habe. Ah, genau. Also die Leiste, das Solarpanel leistet maximal 1 Kilowatt. Die maximale Energieverbrauch an 24 Kilowatt. Das heißt, ich bräuchte eigentlich 24 von den Dingen da. Naja, das ist ein bisschen was. Verteidigung brauche ich nicht. Ah, jetzt geht's mit dem Solar, mit dem Nachtsichtding. Elektrizität, maximaler Energieverbrauch 1 Kilowatt, das wäre dann genau das, was das hier bringen würde, aber das brauche ich, wenn es Nacht ist. Ja, schau mal, wie sich das ausgeht. Wie fällt sich das jetzt her? Ah, der Schild ist gleich aufgebaut. Kann ich da einfach dann zwei Schilde reinlegen? Geht das? So, jetzt wird die Batterie, okay. So, dann machen wir noch eine Batterie. Mach einfach nur mal ein Solarpanel und nimm einfach noch mal ein Schild. Bin mal gespannt, was da draus, was da passiert. So, die Batterie, die werfen wir gleich mal rein. Einfach mal hier hin. So. Dann haben wir das wenigstens hier schön mal aufgefüllt. So, was wollen wir denn nur automatisieren? Irgendwas werden wir bestimmt noch brauchen. Wir kriegen hier raus die Motoren. Die Elektromotoren, Batterie und das andere haben wir eigentlich. Fusionsreaktor, Batterie 2, tragbare Laserabwehr. Das hört sich nur interessant an. Ja, ich war eigentlich gerade dabei, dass man das hier nur ein bisschen, nein, das Flugroboter gestellt ist, automatisieren. Ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Weil es geht ja dann, da so viel brauche ich ja von denen gar nicht, von diesen fliegenden Robotern. Höchstens dann später, wenn ich die, wie heißen es? Oh, wir werden da drüben angegriffen. Ah, den Hangar wollte ich ja nur aufbauen. Wo ist er denn? Nein, der Hochofen, der Hangar hier. Ah, laufen wir nochmal schnell raus. Hoffen wir, dass der Zug nicht kommt. Ah, da kommt er schon. Dann sollten jetzt auch gleich die Reparaturroboter kommen. Und das alles reparieren. Ist gut. Na, da kommt der nächste schon.
Aber ich traue jetzt einfach mal 5, weil die brauchen auch Zeit, das weiß ich. Halt, da ist das Zeug drinnen. Noch einmal einen von hier. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich... Ah, das funktioniert sogar. Ja, Wunder. Ah, und jetzt sehe ich auch was. Das ist gut. Wenn ich jetzt halt hier nochmal eine kleine Panzertour mache. Ach, ich sehe gerade, wir sind am Ende der Folge. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Sehr